Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Ach komm, Big Unpackaging. Hatte ich erst jetzt. Es gab nämlich dieses 10-Euro-Angebot und da musste ich dann zuschlagen. Das habe ich nämlich nie bekommen und letzte Zeit, jetzt war es endlich mal dabei. 10 Euro für 10 Packs. Ja. Und das finde ich noch so am... Du hast es auch gemacht. Das finde ich noch so am... Sagen wir so, ich bin in einer schlimmeren Bredouille, als wir beim letzten Mal aufgehört haben. Schon so viele Zahlen da, die leuchten und Arno kriegt sie nicht weg. Unfassbar. Ich bin schon gespannt auf dein VIP-Level. La la la. Echt geht abzocke. ja, bei mir ist auch ein bisschen was neu. Ich sag, sag dann irgendwann nur noch Bescheid, wenn ich meinen Bausparvertrag auflösen muss, damit ich das Spiel durchfinanziere. Also solange Star Trek Online auch nicht toppt, da weiß ich ja, wie viel du ausgegeben hast. Hast du das eigentlich mal öffentlich kommuniziert? Nein. Ja, vielleicht mal, ich weiß nicht, haben wir es hier öffentlich gesagt in den Videos? Glaub nicht. Das hast du mir mal so gesagt. Ja. Willst du es verraten? 1000 plus? 1000 plus. Du hast mir 600 gesagt. Ja, mal. Okay, alles klar. Also machen. 1,4 plus 1,4 sind 2,80. Das waren die größten. 2800? Was? Nein, 100. Lifetime-Account. 2,4 plus 2,4? Was hast du gesagt? 1,4 plus 1,4? 1,4 plus 1,4. Wie 1,400 plus 1,400 oder wie? Nein, 140 Euro. Ach so, okay. Ja. Aber also 600 Euro, ich bin gerade echt am Zweifeln. Das ist so, ob du das war eine leere Flasche. Also ich würde bei 600 Euro nicht lügen, aber... Kann auch mehr sein. Es kann auch über die Jahre mittlerweile mehr sein. Wobei, ich glaube, ich täusche mich da selbst die ganze Zeit, weil durch den Lifetime-Account habe ich ja diese ganzen Pakete bekommen, aber kein Geld dafür ausgeben müssen, weil ich kriege ja automatisch als Lifetime-Account immer im Monat die 500 Cent gutgeschrieben und mit denen kann ich ja ingame die Pakete kaufen und ich habe eigentlich immer nur anhand der besitzenden Pakete hochgerechnet. Also Pakete sind dann sowas wie das so ein Legacy of Romulus Paket. Da sind dann verschiedenste Uniformen, Handfeuerwaffen und Raumschiffe drin von den Romulanern. Für die Romulaner-Fraktion. Und das allein kostet, glaube ich, schon weit über 100 Euro. Aber das habe ich sogar umsonst bekommen, weil ich nur auf das durch die gesparten Zen bekommen habe. Wofür habe ich denn noch Geld ausgegeben? Ich habe auf jeden Fall für die Original-Crew noch Geld ausgegeben und für das Agents of Yesterday-Paket, glaube ich. Das ist echt die Frage. Es ist echt schwierig, nach 7 Jahren, wie das Spiel alt ist, noch nachzuvollziehen. Man rechnet dann auch so ungern nach, oder? Man denkt sich dann schon, oh Gott, das war echt viel Geld. So. Sagen wir einfach mal 600 plus. Das Schlimme ist ja echt, man denkt sich jedes Mal, auch hier, ja, so nach einem Monat, ach, die 3,99 Euro oder was dann hier die Monatskarte, ach, das macht doch nichts, ja. Auch die zahle ich jetzt August, September, Oktober demnächst zum 4. Mal schon. Ja, diese kleinen Investitionen, da denkt man sich mal, ah, das ist im Monat jetzt die 4 Euro und okay, dann mal ein so ein Package im Monat. Ich meine, so fängt garantiert irgendein Spielsüchtiger vom Automaten auch mal an, ne? Ach, die 4 Euro da in diesen... Ach, der 40 Euro DLC hier, könnte immer. Ja. Ich weiß gar nicht, wie diese Automaten alle heißen. Ich kenne eigentlich nur vom Namen, die in einigen Banditen hier oder so, aber damit will ich das Spiel jetzt nicht gleichsetzen. Das ist auch so langweilig geworden, der einarmige Bandit. Also ich habe einen Kumpel, der hat gemeint, ich soll da unbedingt mal... Ja, einmal. Okay.
Ein Kumpel, der den Reiz meinte, daran nie kapiert. ich auch nicht, aber der meinte, er wollte ins Casino gehen und ob ich ja dabei bin und sind noch ein paar andere da. Und dann waren wir halt in so einem Billig-Casino, also ohne irgendwie schönen Frack oder sowas. Nannte sich einfach, glaube ich, nur so Casino. Es war im Grunde einfach so eine von der Dönerbude, so eine kleine Abstellung. Und drinnen stand da dann so ein Mini-Kämmerchen und da drinnen waren zwei Automaten mit einarmiger Bandit und du klickst eigentlich wirklich nur auf diese eine Taste und schaust, ob die Symbole kommen und klickst da wieder drauf und das ist so unspannend und langweilig. Ich erinnere mich gerade so ein bisschen an das Dabo-Rad hier. Ja, so auf die Art. Nur gucken, was kommt. Und es kommt immer nur Scheiße. Also, Ja, ich glaube, ich nee, würde das war echt sogar eher komisch. sagen, mit den 600 € liege ich wahrscheinlich sogar eher richtig als bei über 1000. Also, ich wollte nur mal schauen, wie es ist, deswegen habe ich da einmal, ich weiß, keine Ahnung, was der Einsatz war, 5 € oder so, und dann auch wieder sein lassen. Ja. Also als ich damals in Las Vegas war, ich habe auch tunlichst alle Spielarten vermieden, also Kartenspiele, Automatenspiele und alles. Lediglich am letzten Tag habe ich mir dann gedacht, okay, du warst jetzt in Las Vegas und da zu sein, ohne mal irgendwas Ja. gemacht zu haben, ist halt auch irgendwie lame, dachte ich mir. Und ich habe mir dann einfach nur Zumindest das mal am Letzte. Kaugummiautomaten drehen. Nee, es war dann schon noch ein richtiger Automat gewesen. Ich habe dann gesagt, okay, was habe ich genommen? $15, $10, $15, irgendwie sowas. Hab die dann da reingepackt und es ging dann auch ganz kurz rauf und so ab bis 27, glaube ich, oder sowas ungefähr. Also ich habe die Zahlen alle mehr genau im Kopf. Das ist gar nicht Okay. ganz, ganz wenig. Also verdoppelt habe ich es noch nicht mal, ja. Aber es Und dann ging kam. rauf und das ist dann schon mal so die Spirale, oder? Dass man sich Das denkt, ist geil, da kriegt geil. Das was. ist so dieses Anfixen, Heute glaube ich. habe Und ich meinen dann Tag. Heute die läuft's. Automaten. Die Automaten sind, glaube ich, auch so eingestellt, wenn er lange nicht benutzt wurde, dann ist der Erste, der drankommt, der wird erstmal wieder so angefixt mit dreimal läuft's gut oder irgendwie sowas, ja. Ja. Und danach ging es dann bergab und ich bin dann einfach nur Pleite entweder gegangen. mit Plus oder Minus, also Minus nicht, nee, Minus nicht. Okay. Es ist noch Geld drauf, ich müsste den Schein jetzt raussuchen, weil ich habe mir das Geld auch nicht auszahlen lassen, sondern ich habe diesen Beleg ausgedruckt, den es am Automaten gibt, dein Gewinn, ja, und den habe ich mitgenommen, weil ich dachte, das ist ein besseres Andenken, als wenn du jetzt irgendwie $5 mehr mit nach Hause nimmst oder so. Ja. Fand ich so in dem Moment. Ist auch irgendwie strange, wenn man Las Vegas verlässt mit mehr Geld, als man es betreten hat, oder? Das ist so skurril. Wir haben ja das Glück, ne? Ich Aber weiß nicht, das catcht mich so gar nicht, so ein Glücksspiel oder ich so, habe das mich nie überhaupt keinen Kartenspiele Bock. interessiert. Also könntest du mich heute. Also mein Großvater hat es mir mal beigebracht, Ah, Skat. Pokern und sowas. Ja, nee. Auch gar nicht, ne. Jetzt stellst du mich echt auf die Frage. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt Skat oder Poker war. Bis eben war ich mir sicher, dass es Skat war, aber wo ist das mit Contra und Re, weißt du das? Dann nicht bei Poker. Dann ist es Skat. Da So. kannst du unseren Das war das Einzige, Poker-Profi Riker fragen. was ich noch weiß, dass es diese zwei Begrifflichkeiten gibt. Frag mich nicht mehr, wofür die zum Einsatz kamen. Dann, ja, das Poker ist ist das schon mit Ass, König, 50 Jahre, Dame. 20 Jahre her oder so. Poker ist das mit Ass, König, Dame. Und den Ja, Zahlen. es, ja. Sind die Spielkarten nicht überall gleich? Ja, aber was hast du Folgendes gesagt? Contra und Re, Nee, das sind das aber habe ich noch zwei nie gehört. Begrifflichkeiten. Mit Es gibt sowas wie glaube Full ich, House persönlichen und Flash und. Aussätzen von wenn du mitziehst oder nicht mitziehst. Also keine Ahnung, nagel mich echt nicht drauf fest. Das ist zu lange her. Achso, das ist dann aber eher ich will sehen, oder? Ist es dann? Oder ich gehe Nein. mit, oder? Ja, aber gut, vielleicht gibt es auch einen Das ist echt jetzt ins tollen Blinde Begriff raten. dafür. Weil, ja, mich hätte es nie interessiert. Einfach. Deswegen habe ich es nie weiter verfolgt und. Ich bin so ein Mensch, wenn mich etwas wirklich so richtig, richtig nicht interessiert, dann können mir die Leute es auch dreimal erzählen und ich werde es bis zum nächsten Mal vergessen. Und das ist jetzt nicht Bezug nehmend auf Nerdkultur und GameStar. Ich Das wollte ist gerade einfach nur sagen. teilweise auch mittlerweile einfach, wenn man, weiß nicht, du bist 5 Tage die Woche arbeiten, hast abends immer einen vollen Kopf und merkst dir dann auch nicht alle Details. Aber wenn so etwas richtig mich gar nicht interessiert, das ist bei mir oben so ein Durchspülkasten dann in dem Moment, ja. Weil das will ich mir dann auch gar nicht merken, wirklich. Ja. Ist auch gar nicht böse gemeint für die Leute. Ich höre gern zu,
Aber wenn es mich dann nicht interessiert, dann spüle ich es auch wieder weg, wie so ein volles Klo. Hey, macht ja das Gehirn automatisch. Alles kann man sich ja nicht merken. Es gibt Talente, also die können sich ziemlich viel merken, glaube ich. Ja. Wäre ich auch gern. Ja. Wie heißt das bei kennst du Big Bang Theory, Sheldon? Hier heißt das eidetisches, phonetisches Gedächtnis oder so? Keine Ahnung. Selbst das habe ich vergessen, wie das heißt. So ein Data müsste man halt sein. Einmal kurz durchlesen. Drrr, okay, passt. Naja, und dann irgendwann, dann, wenn man was abrufen will, kurz mit den Augen irgendwo hingucken, Kopf. Ja, ich habe das von der Kopfneigen. Datenbank abgerufen. Das ist so, früher fand man es cool, im Nachhinein ist es irgendwie schon so schmunzelhaft, so, warum muss er seinen Kopf eigentlich ständig wie so ein neugieriger Hund drehen, nur um etwas aus seiner Kopfdatenbank abzurufen? Aber okay, nehmen wir es hin, wie es ist. Kurz die Schaltkreise zusammen rinnen lassen, so okay. Ja, die ist zum Beispiel neu. Nechayev. JF, Gesundheit. Wie hast du den Pick rausbekommen? Speck, Spoiler ist schon das Pack-Opening. Alter, wie jung ist denn da Harry? Und der Kim, der ist auch neu. Beowulf Kim. Ach, das ist die erste Staffel, okay. Der sah ja gerade aus wie so ein, weiß nicht. Ganz Frisch von der junger. Akademie, frisch geschlüpft. Ja. Er hat noch ein Stück Eierschale auf dem Kopf. Die Duracell-Schwestern habe ich auf 4 von 4 Sterne. Ja, voll geil. Aber die haben so miese Werte. Guck dir das an, 4 von 4 und dann nur so ein 600er Wert. So ein popeliger. Jetzt aber auch mehr gedacht, vor allem weil sie lila sind, oder? Sind die Ja. lila? Ja. Lila und 4 von 4 Sterne. Weil Also mein da ist die Punkt Ja zum rein. Beispiel mit 870. Joa. Geiler drauf. Da. Da teilt sich halt auf 3 Werte auf, aber trotzdem. Ja. Nur moi. Manchmal ist es ja auch so, dass die PvP-Werte extrem abgehen, wie bei ihm mit der 813. Und er, der dieselben Medizinwerte hat, zum Beispiel, sieht man da ja, fast 701 und 810. Und er hat halt popelige PvP-Werte. Also manche gehen halt im PvP extrem gut ab, manche in den normalen Ich glaube, Werten. die wollten das nicht so machen, dass es quasi von einem super high geil Command, ein super high geil Wissenschaft, ein Super high geil. Ingenieur, ja. Ja. Ein OP, ja, overpowered, wie jede Kategorie nur einen gibt und dass dann alle nur versuchen, diesen einen zu erreichen, sondern dass es schon noch ein bisschen aufgeteilt wird. Wobei es schon echt teilweise langweilig ist im PvP, dass man dann nur auf ihn trifft. Dann die Auswahl hat, wen geht man jetzt? Einen von 5 voll ausgelöschten Flocks. So, okay. Danke. Ja, dieses Q-Ding, das mache ich nicht so oft. Das vergesse ich meistens. Also nicht Okay. vergessen, aber momentan habe ich echt das Problem, dass ich seit 3 Wochen ungefähr nicht mehr so richtiges Internet mit dem Telefon habe, weil immer ständig, ich will diesen Anbieter nicht ganz in die Gülle rein, ja, aber es ist Aber kaum diese Internet da. Scheiße. Und wenn ich früher in der S-Bahn das spielen konnte, ist das mittlerweile fast gar nicht mehr möglich. Ja, es dauert teilweise 10 Minuten, bis sich das Spiel reingewählt hat. Und ja, und dann klickst du irgendwie, weiß nicht, deine Crew an und dann lädst du nochmal 1 Minute und das macht irgendwie keinen Spaß. Und du machst da irgendwann wieder selbst aus, ja. Und dann spielst du es nur auf Steam? Momentan spiele ich es so, dass ich tagsüber mit Ach und Krach die Shuttles mache und abends mache ich alles andere hinterher geknallt. Was ein bisschen zeitraubend und nervig ist, aber ja, was soll ich machen? Machst du die Reise, machst du die schon oder machst du die nach wie vor nicht? Doch, die habe ich jetzt dreimal gemacht, mit dreimal die Lithium-Investition, weil sonst alles verloren war. Okay. Und ja. Da brauchst du auch noch einen besseren Rhythmus. Ja, wahrscheinlich werde ich es mal irgendwie so machen, dass ich sie wahrscheinlich ins Wochenende lege oder so. Wenn ich dann samstags früh aufstehe, dass ich dann, weiß ich, dann kann man mal so immer so um 10 oder um 12, das ist, glaube ich, immer so ein 2-Stunden-Rhythmus, ne? Ja.
Sondern war aber dann sofort. Du brauchst ja gar nicht nach 2 Stunden reagieren. Sondern? Irgendwann, wann du Bock hast. Ja, immer wenn ich, wann ich Bock hab, reinguck, dann heißt es, investiert die Lithium, sonst ist alles weg. Nee, du kannst ja da starten und dann läuft das 2 Stunden und du gehst, keine Ahnung, gehst arbeiten und kommst irgendwie nach 8 Stunden dann wieder dazu und dann klickst du drauf und dann gibt's dieses Ereignis. Und dann kannst du schauen, okay, wie viel die Lithium hast du noch, wie viel von dieser Antimaterie ist noch dabei. Warte mal, kann ich dir ja mal zeigen. Wenn du dann da siehst, okay, es neigt sich da dem Ende zu, nach den 2 Stunden und 4 Stunden werde ich wohl nicht schaffen, dann brichst du es halt gleich ab. Aber dann hast du halt die zumindest. Lithium kommt nur dann, wenn das die Antimaterie aufgebraucht ja, ist. Ja, ja. Oh. Wenn das bei Null ist. Das ist wirklich daran. Ja, ja. Wenn das bei Null ist und wenn du jetzt sagst, du kommst nicht dazu in den nächsten aber 2 Stunden, dann hol es einfach ab, nachdem die 2 Stunden vorbei sind. Also alle 2 Stunden wird dieses Ereignis zum Beispiel. Kann es denn aber sein, dass es manche Schiffe gibt, die so wenig Lithium haben, dass sie nicht mal die ersten 2 Stunden durchhalten? Boah, ich echt? Das einmal, glaube ich, gehabt auch, dass bevor das Dilemma kam, guck mal da, zum Beispiel 30 Antimaterie gerade einfach so verloren. Ja. Wenn das vielleicht zu oft kommt, du hast ein zu kleines Schiff, dann ist die Antimaterie aufgebraucht, bevor das Dilemma losgeht. Ich meine, ja, du wirst jetzt wahrscheinlich nicht auf die Werte kommen, die ich da habe mit dieser 4-Sterne-Crew. Nein, du Angeber habe ich natürlich nicht. Nein. Ja, aber ich meine, guck mal, die sind schon fast alle auf 1000 pro Wert. Dein Lore, ja, hallo? Dein Lore, das ist, keine Ahnung, das ist der Lamborghini unter den Kartendingern hier. Ja, ich finde Vlogs auch nicht schlecht. Ja, oh Gott, der hat ja noch mehr, der hat 1200. Ja. Alter. Nee. Also mein höchstes mit ist denen O'Brien kommt man, mit 500. Mit denen komme ich auf 5 Stunden in etwa, kann man so sagen. Und wenn ich jetzt weiß, ich habe nur einmal Zeit, um reinzuschauen, dann breche ich es halt nach 4 Stunden ab. Weil dann kriege ich immerhin trotzdem ein bisschen was. Jetzt nach 3 Dingens habe ich immerhin 100 Konitonen. Und du wirst nach 2 Stunden vielleicht, keine Ahnung, lass es 70 oder sowas sein, 65 Konitonen. Aber ist immerhin auch was. Das kannst du dann abholen und kannst beim nächsten Mal reinschauen, kannst du schon investieren. Ja. Also ich würde es halt echt so machen, weil du weißt, du kommst nicht dazu nach 2 Stunden. Dann guck halt dieses eine Mal rein. Brichst dann gleich ab und du hast zumindest ein bisschen was. Aber 2 Stunden soll sich mit deiner Crew eigentlich auch ausgehen. Ja, sagt der Crew. Weil das schaffe ich auf dem 2. Account auch. Da mache ich es ja genauso. Da gucke ich einmal am Tag rein. Entweder ich schicke was los oder ich hole was ab. Und sind halt dann immerhin wieder 60 Kronitonen, die man dann gratis kriegt und investieren kann. Ja. Und am Wochenende kann man sich ja dann mehr Zeit nehmen. Das ist auch der Grund, weswegen ich überhaupt das Dilithium bei diesen ganzen abgebrochenen Sachen am Ende genommen habe, weil ich dachte, es war auch jedes Mal sowas um die 50, 60, 70 Kroniton. Wo ich mir auch dann dachte, naja, günstiger kommst du an Kronitonen nicht ran, als mit den 10 Dili oder was du da am Anfang für das erste Notfallpaket da ausgibst, ne? Moment, es gibt doch gerade das beste Angebot auf Kronitonen. Wie viel gibt's da? 500.250 Kronitonen für nur 10 Euro. Keine Ahnung, wer sich das kauft, ey. Ja. Naja. Abzocke. Bis zu 5 Mal kann man es kaufen. Voll geil. Boah, geil. 50 Euro für 10.000 Kronitonen. Ja, na also bei der Reise braucht man echt nur so ein bisschen irgendwie ein Timing halt. Aber wie gesagt, ich würde es einfach abbrechen nach 2 Stunden, wenn du weißt, du kommst nicht dazu. Sofern du über die 2 Stunden kommst, aber das sollte eigentlich schon gehen. Ja, kannst du nur mal probieren. In den letzten Wochen habe ich ja ein paar gut leveln können. Wenn wir gleich noch bei mir einmal reingucken, dann hat sich bei mir ein bisschen was getan. Ich habe es richtig nice gefunden, dass ich die Ja bekommen habe bei den Reisen. Ich hatte noch nie einen 4-Sterne-Typ und ich habe es, ich glaube, ich habe es einmal verlängert. Ich glaube, nur einmal verlängert.
Und dann war eben eine 4-Sterne-Tante dabei, habe ich beim nächsten Mal reingeschaut. 4-Sterne-Tante. Und zufälligerweise hat gerade Tascha ja, wo ich schon 3 von 4 hatte. Und wo ich noch überlegt habe, hier mit der Ehre, mir einfach so eine Erwähnung zu kaufen und die auf 4 von 4 zu machen. Und ich habe es zum Glück nicht gemacht. Einmal konnte ich die Füße stillhalten. Und jetzt kann ich die endlich. Einmal kein Geld investiert. Und jetzt mache ich sie unsterblich. Ja! Voll geil. Das ist doch die mit diesem Gürtel-Ding, wo die Enterprise C zurückkommt, oder? Mhm, die alte Enterprise, die Folge. Oder Yesterday's Enterprise, wo wir noch gesagt haben, yesterday. Geile Übersetzung. Die alte Yesterday's Enterprise. Ja, ich meine, was das Star Trek Episodentitelübersetzung angeht, können wir bei Discovery ja auch nur noch schmunzeln, ne? The butcher's knife don't care for the lamb's cry. Deutsch, der Sprung. Stimmt. Ist auch geil. Deutsch, der Sprung. Ja, das ist... Dann erst neu, Grinsebacke. Grinsebacke. Ach, ja. Kaffee Zulu. Kannst du mit Kaffee Janeway zusammentun. Er gibt das Kaffeemonster. Bilden sich hier, weiß nicht. Oh, wenn man die zu fusioniert, sind sie dann Starbucks. Es wird spät, wie wir merken. Ansonsten war teilweise nur echt der Rotz dabei. Also zum Beispiel habe ich die automatische Einheit um 2 Stufen erhöht, weil er einfach sonst nur noch miese Auswahl war. Da war er noch so das Beste. Okay. Und dachte, okay, den habe ich zumindest schon mal. Und Kaffee Zulu war ihm auch dabei. Ich glaube, den habe ich jetzt auch in allen Varianten Zulu. Neuer Picard. Galen. Ach, da, wo er. Ja, ich weiß nicht, wie Folge Schmuggler. Ja. Dann die Faisal-Flux. Hab Enterprise nie geguckt, also. Sieht ja, das nach ist die der. Frau von okay. Die Frau von ihm? Von dem Doktor? Ja. Okay. Jarr. Und ich glaube, das war's. Da sind wir schon bei den 3-Sterne-Leuten und von den 2-Sterne-Leuten kann ich, glaube ich, niemanden mehr unsterblich machen. Nö. Das Kaffee Janeway fusionieren Sie mit Kaffee Zulu. Oh Mann. Und Kess, fusionieren Sie mit, keine Ahnung was. Fusionieren Sie mit einem Hypospray mit Wasser drin, ja. Mit dem Wesen von Discovery, die beide sich gerne in den bionischen Garten aufhalten. Bin ich schon gespannt, wann sie das ins Spiel reinbringen, dieses Wesen. Wenn sie es überhaupt machen. So Alien-Wesen haben sie hier noch gar nicht drin, ne? Tribbles gibt es ja auch noch nicht. Ja, 8472 oder sowas, ja. Ja. Gerade den Gorn haben sie drinnen, aber sonst. Den Gorn und die sind aus der Comic. Mit der Frisur ist ja so ein Alien. ich frage mich bis heute, ob das eine echte Frisur ist oder ob das irgendein aufgesetztes Hütchen ist mit diesem. 100 Pro. Also, wenn man sowas echt mal früher gemacht hat als Frisur, dann. Aua, das wird auseinanderzuschieben. Ja, dann Hut ab, ja. Stimmt, dieser Arex oder was, den gibt's da noch. Ja. Das Alien. Ja, ansonsten so richtige Aliens. Gibt's eigentlich nicht. Hier noch. Der Klampenwurf. Ja, was gibt's für Portale? Also für das Mega-Event zum Beispiel gibt's auch wieder recht wenig Portale. Da die 100 Euro Tilly, bestimmt. Das hier auch bestimmt nicht, das auch nicht. Und dann da sind wieder 6 Leute dabei. Ein bisschen waren sehr aber viel. Ein paar auch schon öfter drin waren. Also Doktorchen ja. Und Doktorchen und ist überall dabei, echt. Abraham Lincoln und Rom hatten wir auch schon mal. Und er auch eigentlich, er ist auch immer dabei. Ja, ja stimmt, Martok, ja. Martok. Eine Shea war auch schon ein paar Mal dabei, beim Frauenpack und beim Admirals Pack und keine Ahnung überall. Ja.
Ist so ein bisschen dieses, so das Inventarpack. Da haben wir noch ein paar rumliegen, die wir jetzt mal noch. Es ist so zum, weiß nicht, für diejenigen, die schon alles haben, ja, noch zum Nachfüllen oder so. Braucht ihr noch jemanden, auf 4 oder 5 Sterne vollzukriegen, dann hier. Wayung-Klon 4. Ist das so wie ich bin Nummer 4? Ich kann dir nur noch mal raten, schau Deep Space Nine. Okay. Alles klar. Sie kommt ja auch in Deep Space Nine, vor, habe ich gesehen. Ja. Okay. Aber primär eigentlich bei TNG. Da hat sie öfter Auftritte. Okay. Die sind alle immer für mich so austauschbar, die Admirals. Bei Star Trek bisher ja. So die Naja, Red Admiral Shirts. Kirk war nicht austauschbar, das war der Beste. Der Beste. Der Beste. Da ist dasselbe nochmal, nur ohne Übersetzung. Was haben wir da? Derselbe Politische Paket, Macht hä? und Diplomatic Ach, das ist Relations. der Kram wieder, okay. Ja, genau, da ist der Doktor noch einmal. Ja. Der ist überall dabei. Große Chancen auf den Doktor diese Woche, liebe Leute. Doktorfans aufgepasst. Ja, genau, das hat man schon. Naja. Einkaufstante. Ja. Und das war's eigentlich. Ich glaub, mehr haben wir nicht. Unsterblich habe ich die gemacht, die gingen. Wie viel haben wir denn jetzt? Voll geil, 37 von 50. Juhu. In der Stasiskammer habe ich jetzt noch ein paar mehr reingepackt. Also vorher war der Sulu drinnen. Dann habe ich Shut Up Wesley. Shadow Wesley. Ja. Auch von Der diesem friert jetzt Honest dahin. Trailer. Ja. Shadow Wesley. Enough. Ab in die Stasiskammer. Klingt doch falsch. Da war das Alien, dieser Arix. Mit dem Naja. geilen Profil. Sulu eingefroren. Und noch irgendwer, auch noch ein Ein-Sterne-Typ. Kim. Genau. Einfach weil die eh auf keine guten Werte kommen, die Ein-Sterne-Leute. Tuvok auch noch. Spock. Ja, ich habe mir auch mal überlegt, also ich werde es wahrscheinlich so machen. Ich habe jetzt noch 2, 3 als Ziel. Und ich glaube, wenn ich die durch habe, dann prügel ich die ganzen Einsterne-Heinis durch. Weil man braucht die irgendwie für nichts. Ne. Ich habe jetzt auch mal nachgeschaut, also mal überlegt, wen verwende ich eigentlich immer so für die Kadettenmissionen. Und dann gibt es immer so zwei, drei, die man verwendet und die anderen sind echt so, okay, braucht man eigentlich nie. Ja. Vor allem, man braucht eigentlich primär bei den ganzen Kadettendingern eher grüne und blaue. Und die grauen, wann verwendest du die denn mal gar nicht? Ja, die habe ich alle weggegeben, die grauen. Also gerade die, die ich noch nicht auf 100 habe, klarerweise, aber ansonsten sind die grauen alle schon weg. Ja. Chakotay kriege ich dann endlich mal Apropos. auf 2 Sterne mit der Apropos, Dingens, mit der also wenn Reise. wir irgendwann vielleicht mal ein Support-Video 2.0 haben, würde mir sogar was einfallen. Zwei Sachen sogar jetzt noch. Jetzt kommt's. Drei. Ne, zwei. Vier, fünf. Verdammt, nein. Mehr Drop-Chance vom Admiral Kirk. Egal, was man macht und wenn man das Spiel durchstartet, ich will die Chance auf Admiral Kirk, nein. Beste Chance auf Admiral Kirk. Nee, was fällt dir ein? Dass man, wenn man jemanden einfriert, Ja. irgendwie, wie nochmal du jetzt eingefroren hast, Wesley hast du ja, glaube ich, eingefroren. Ja. Und man zieht diese Karte aus irgendeinem Paket oder wo auch immer, dass das dann angezeigt wird in der normalen Crew-Übersicht, bereits als eingefroren. Und dass man dass dann sofort weiß, okay, dann kann ich die Stimmt, ja ja. gleich wegwerfen. Und so, dass man nicht ständig reingucken muss, weil man kann ja selbst hier bei der Stasis-Kammer nicht suchen, sondern müsste manuell runterscrollen. Rollen, weil es ja nicht mal eine alphabetische Sortierung Tja, gibt. also immer wieder beim Thema. Das ist so der größte Witz, finde ich. Die größte Baustelle. Ich glaube, die Köpfe sind gerollt, nachdem sie uns im Film gesehen Hast haben.
Habt ihr euch mal angeguckt, was das für ein Kraut und Rüben ist hier in der Stasiskammer? Keine Sortierfunktion, keine Suchfunktion, keine Merkmale hier. Hier ist ja gar nichts. Noch nicht mal auf Deutsch übersetzt. Revive. Mir ist noch nie aufgefallen, dass der Stiefel getragen hat. Okay. Ja gut, bei TNG hat man ja auch eigentlich meistens so ab Kniehöhe aufwärts gefilmt, also. Sieht echt lustig aus. So Clownschuhe. Es wird ein bisschen wie abgesägte Gummistiefel, oder? Ja.